Schau mir in die Augen, Kleines. Na, was haben wir denn hier schon wieder? Alter Schwede. Das ist mal eine Garnele, oder? 8 Zwölfer, 8 bis 12 auf dem Lipp, das ist das, was wir überall zu essen kriegen, wenn Sie es gut mit uns meinen. Das sind die 2 Vierer. Viel größer geht es schon gar nicht mehr. Also, wenn das nicht mal eine Garnele ist, dann weiß ich auch nichts. Wie wir da rankommen, zeige ich euch jetzt. Wie kommen wir daran? Es ist eigentlich ganz einfach. Was wir tun, wir drehen jetzt erstmal den eigentlichen Körper vom Kopf ab. Für alle zarten Gemüter an dieser Stelle. Schaut mal ein bisschen an die Seite, schaut an die Zimmerdecke, schenkt euch was zu trinken ein, weil wenn wir das jetzt hier abdrehen, da hinten im Kopf, das wisst ihr ja alle, hier sitzen die Innereien. Und wenn ich das jetzt abdrehe, da kommen dann alle Regenbogenfarben. Das heißt, alle, die das nicht sehen können, jetzt Augen zu und alle, die das gerne sehen möchten, jetzt Augen auf. Also, wir drehen das jetzt hier ab. Ist aber auch ein Vogel. Da kommt das, was ich meinte. Ja, das sind die Innereien. Die müssen natürlich raus. Das ist ja vollkommen klar. Wenn wir sie mit der Schale braten, dann spielt das ja auch gar keine Rolle. Dann haben wir es ja in jedem Fall dabei. So, jetzt sieht das schon mal so aus, wie wir das von der Garnele kennen. Jetzt gehen wir einfach bei den Beinchen hier mit unseren Fingernägeln hier unten rein und schälen sie einfach ganz normal auf. Das heißt, hier unten rein bei den Beinchen und einfach zur Seite weg. Und jetzt kommt natürlich die Geschichte, wir müssen sie ja auch noch weiter sauber machen. Wir machen mit einem Messer einen ganz leichten Schnitt, vielleicht so 2, 3 Millimeter tief und dann öffnen wir das an der Stelle. Und es ist natürlich klar, je größer die Garnele, desto mehr kommt auch hier zum Vorschein. Und das möchten wir nun wirklich nicht in unserem Essen haben. Das nehmen wir raus. Kann man einfach so anfassen und dann kann man das so öffnen und so rausziehen. Und dann haben wir wirklich ein super sauberes Produkt. Das Ganze waschen wir jetzt noch und trocknen es nochmal schön ab, sodass die Garnele wirklich appetitlich ist. Jetzt geht's der Garnele an den Kragen. Wir wollen sie jetzt braten. Pfanne ist schon mal erwärmt. Und wir fangen wie immer mit Knoblauch und Chili an, weil ich kann mich gar nicht oft genug wiederholen. Wir wollen die ätherischen Öle haben. Ich habe hier so eine kleine Chilischote, habe ich zur Hälfte aufgeschnitten. Eine ganze Knoblauchzehe. Ich habe hier noch ein paar Basilikumblätter vorbereitet und schon mal gewaschen. Und wir haben natürlich jetzt hier unsere Riesengarnele schön sauber gewaschen. Wir haben sie trocken getupft. Nicht gewürzt und gar nichts. In der Zwischenzeit, wo das jetzt hier anfängt zu schwitzen, die altbekannte Frage aus meinen Kochworkshops, woran erkenne ich, dass eine Garnele gar ist? Und sie schreien alle, wenn sie rosa ist. Liebe Leute, wenn ihr diesen riesengroßen Vogel hier in diese Pfanne hineinlegt, nur kurz rein, wird er sofort rosa, aber er ist noch lange nicht gar. Ihr müsst tapfer sein, ihr alle da draußen. Eine rohe Garnele ist wabbelig. Und wenn sie richtig schön gar ist, dann ist das Eiweiß gestockt, dann wird sie fest. Ja, und wir nennen das in der Küche absteifen. Könnt ihr euch das merken? Ich denke ja. Also, Knoblauch und Chili ist in der Pfanne. Wir legen unsere Garnele dazu. Nochmal eben kurz der Gegenbeweis. Da ist sie schon rot. Ist nur eine Sekunde drinne. Die braten wir jetzt auf kleiner Flamme. Einfach mal von beiden Seiten an und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Da ist er. Unsere Riesengarnele. Ich habe es euch gesagt, wenn sie fest geworden ist, ist sie gut. Die ist sowas von fest, aber sie ist nicht trocken. Und das ist der große Unterschied. Knoblauch hat so ein bisschen was Braunes gekriegt. Das darf er auch. Dadurch wird er noch ein bisschen süßlicher. Ich gebe da jetzt noch mal eben so meine Basilikumblätter mit hinein. Die sollen nur einmal so ein bisschen warm werden, dass sie noch mal ganz kurz Aroma abgeben. Und dann habe ich ja aus unserem Film mit dem Mango-Chutney, ne, da haben wir ja diesen Teller hier, das haben wir ja nun gerade eben für euch da zubereitet. Und das wird jetzt unsere Vorspeise. Dafür brauchen wir jetzt unseren wunderbaren Garnelenschwanz. Den nehmen wir jetzt hier raus.
Nun könnte man den ja so im Ganzen da drauflegen. Was ich aber jetzt gerne mache, ich schneide ihn jetzt einfach mal halb auf. Schaut euch das Fleisch an. Soll noch mal einer sagen, dass eine Garnele nicht richtig schön aussehen kann? Schaut mal. Da jetzt oben drauf. Oh, verflucht, jetzt ist mir das fast noch wieder ein bisschen zu heiß geworden. Liegt daran, weil ich mich so gefreut habe. Und jetzt machen wir hier noch so ein bisschen was von unserem Basilikum, von dem Knoblauch da oben drauf. So. Ein paar Krümel sind zu dunkel. Ich gebe es zu. Ja, auch ich mache Fehler. Man glaubt es nicht. Dann nehmt euren Knoblauch doch früher raus. Ja, ich finde das geil. Ich heiße Kalle. Carmen freut sich schon, glaube ich. Ja. Und ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Zum Thema Riesengarnelenschwänze, Mango-Chutney und der ganzen Welt des Kochens. Ich bin Kalle, ich bin mal weg. Auf Wiedersehen. Ciao.